Auf geht's, auf den Signalkopf mit einer Höhe von 1865 Metern. They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine. So, die ersten Meter gehen schon mal ziemlich flach auf. Ich bin auf den Ausblick gespannt. Das ist der Weg, den ich gerade gehe. Recht sonnig, schattig, ein idealer Ausgleich. Und mal schauen, wie lange ich da hoch brauche. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way. Ein Kilometer geschafft. Es sind insgesamt 10 zu gehen und ungefähr 1000 Höhenmeter. Höhenmeter habe ich jetzt schon mal 100. Also ein Zehntel habe ich schon mal geschafft. I'm making my way. So, jetzt habe ich schon mal 200 Höhenmeter hinter mir, etwa eine halbe Stunde. Der Ausblick von hier oben ist echt gigantisch. Wasserrauschen die ganze Zeit und ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich bin jetzt auf etwa 1450 Metern. 400 Höhenmeter oder 500, irgendwie sowas, habe ich schon gemacht. Sau anstrengend, aber der Ausblick ist einfach gigantisch. I'm making my way. I go solo. Der Weg ist wirklich steil. Die Geröllpassagen, die man hinter mir sieht, die sind echt brutal heftig. Und es geht ziemlich, ziemlich steil rauf. So anstrengend, aber es ist schön. Unglaublich, dieser Weg darunter. Ist total schön. Entlang zu gehen ist echt unbeschreiblich. Weg ist total schmal. Das Tal. So, nicht mehr so weit, aber jetzt heißt es nochmal klettern und es fährt rauf. Wunderschöner Ausblick, harter Weg, aber super. So, nicht mehr weit, dann hätte jetzt suche ich mir einen schönen Platz. Jetzt geht es noch ein bisschen höher, wo die Vögel sozusagen nisten und sich
nach Thermik suchen, werde ich jetzt oben einen Rast machen und den wunderschönen Ausblick genießen. For your love I will go far, I wanna be wherever you are, I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs, I know I'm coming back. So, jetzt bin ich hier auf einem Gipfel, ein Gipfel mit sich nimmt und ich könnte in die Richtung gehen, ich könnte in die andere Richtung gehen. Einfach wunderschön. Also ringsrum Berge und ich alleine auf einem kleinen Gipfel und kann jetzt endlich mal Brotzeit machen. So, ich bin wieder auf dem Rückweg. Bin hier schon wieder an dieser schönen Stelle, noch ein bisschen aufpassen muss. Geht schon. Und da vorne ist ein Wasserfall. Und da werde ich, glaube ich, ganz kurz eine Trinkpause machen. So. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da geht es ziemlich steil runter. Ja, zum Glück habe ich die Stöcke dabei. Puh, ansonsten wäre es ziemlich hart. Ich hoffe, dass ich auch noch auf dem Weg bin. So, ja, ich habe mich verlaufen und habe den tatsächlichen Weg verloren. Und jetzt versuche ich irgendwie wieder auf den Weg zu kommen. Jetzt gehe ich erstmal zurück und dann mal schauen. Ich sehe hier keine Markierungen, also mal schauen. So, ich bin einmal habe ich mich verlaufen. Da habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Dann bin ich mit einem älteren Herrn einfach mal quer den Berg runter. Und zwar, ja, ich würde mal sagen, in 90 Grad Winkel oder mehr. Wahnsinnig steil. Aber wir sind runtergekommen und dann sind wir wieder auf den Weg gekommen. So, also jetzt gehe ich auf jeden Fall den richtigen Weg zurück. Ich hätte mir vielleicht den Ausgangsort merken sollen, Isarbrücke, wo auch der Parkplatz ist, wo das Auto steht. Naja, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Jetzt bin ich wieder zurück an der Isarbrücke, dort wo ich heute Morgen angefangen habe. Die Daten der Tour sind im Prinzip 12 Kilometer, etwa 1150 Höhenmeter. Ja, eine schöne Tour, abwechslungsreich, schwer, war sehr, sehr gut. I'm making my way home, I'm making my way home.